Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forell. In diesem Video möchte ich mit euch die aktuelle Börsensituation beleuchten und die Frage klären, sollte man aktuell Aktien kaufen, warten oder vielleicht sogar verkaufen? Da wir wissen ja alle, die Inflation ist zwar leicht zurückgegangen, aber die Kernteuerungsrate ist in den USA gestiegen. Daraufhin kam es zu einem kleinen Crash an der Börse und da ist natürlich jetzt die Frage, wie man handeln sollte. Das Ganze ist natürlich wie immer keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung und schreib auch du gerne in die Kommentare, wie du aktuell handelst. Ja, und ich möchte mit euch mal so einen kleinen Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage werfen und da eben dann am Ende dann ein Fazit draus ziehen. Und wir beginnen mal mit dem Fear and Greed Index, also dem Angst- und Gier-Index. Der ist immer mein erster Indikator, auf den ich schaue. Da sind wir gerade im Angstbereich. Und Warren Buffett hat schon einmal gesagt, ja, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere ängstlich sind. Von daher müssten wir jetzt eigentlich aktuell wieder gierig werden, denn viele Kurse sind auch nach unten gegangen und eben die Angst hat wieder die Börse zurückerobert. Und von daher wäre ich durchaus bereit, zu sagen, okay, es gibt hier eine Situation, in der viele eben vielleicht auch panisch, vielleicht ängstlich ihre Aktien verkaufen und da könnte man vielleicht ein paar Schnäppchen machen. Trotzdem ist das natürlich keine generelle Aussage, wo man sagen kann, alle Aktien sind jetzt besonders günstig oder man muss kaufen, sondern es ist einfach ein Indikator, der mich eben aufhorchen lässt und eben sagen lässt, okay, hier könnte man sich durchaus mal nach guten Aktien umschauen. Ja. Zweitens, die Inflation und die steigenden Zinsen. Also grundsätzlich, wir sind von der Inflation zwar jetzt nach den jüngsten Daten etwas runtergegangen, aber also der Höchststand aus dem Juni 2022, den haben wir nicht mehr erreicht, das ist schon mal positiv, aber die Kernteuerungsrate ist eben wieder angestiegen. Das ist eben die Inflation ohne Energiekosten zum Beispiel und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. An sich von steigenden Zinsen und der Inflation profitieren vor allem Banken oder eben auch Rohstoffunternehmen, wie zum Beispiel die Ölindustrie, was auf jeden Fall nicht davon profitiert, sondern im Gegenteil eher sehr, sehr schädlich ist, ist eben eine steigende Zinspolitik oder steigende Zinsen generell für eben ja, Konsum, aber eben auch zum Beispiel für sehr, sehr kapitalintensive, also mit Fremdkapital finanzierte Branchen. Und von daher muss man hier ganz klar sagen, der Handel, der wird hier auf jeden Fall hart getroffen werden und eben auch zum Beispiel ja, Immobilienunternehmen und ja, also alles, was sehr, sehr kapitalintensiv ist. Das heißt, hier könnte man natürlich auch so eine kleine Vorselektierung machen, dass man sich eben hier auf bestimmte Branchen fokussiert und da dann eben investiert. Aber wir schauen jetzt einfach mal weiter. Wie geht es denn überhaupt weiter mit den Zinsen? Wie schaut es aus mit der Inflation? Klar, wir können alle nicht in die Zukunft schauen, aber wo wir auf jeden Fall in die Zukunft schauen können, ist, dass wir eben mal schauen, wann die Fed, also die Federal Reserve in den USA und auch die EZB, also die Europäische Zentralbank, wieder Zinsentscheidungen haben. Und hier sehen wir, dass am 20. und 21. September die Fed tagt und eben eine Zinsentscheidung bringt und eben am 27. Oktober die EZB eine Zinsentscheidung hat. Und von daher glaube ich, dass der September nochmal ungemütlich bleibt. Auch der Oktober dürfte nicht absolut positiv sein. An sich der September ja historisch auch ist schon immer der schlechteste Monat im Jahr, aber an sich einfach, also ich gehe nicht davon aus, dass wir im September oder Oktober große Erholung sehen werden. Im Gegenteil, ich glaube, dass es sehr, sehr angespannt bleiben wird, aber eben trotzdem vielleicht eben die Chance bietet, günstig in Aktien einzusteigen. Ja, das Thema Russland ist natürlich auch noch immer ein Thema. Da haben wir auch in den vergangenen Tagen gehört, dass es hier durchaus Besserungen gibt. Aber ist es denn aktuell realistisch, dass diese Besserung auch nachhaltig ist und eben auch hier nachhaltigen Einfluss auf die Börse hat? Und hier würde ich ganz klar sagen, nein, denn wir haben natürlich hier ja mal eine positive Nachricht gehabt, dass eben viele Gebiete wieder zurückerobert worden sind. Aber letztendlich muss man doch sagen, dass das Ganze immer noch anhält. Gewinneraktien davon sind immer noch ja, Gold und auch die Rohstoffe wie Öl, die natürlich künstlich verknappt werden hier in Europa. Vor allem und dementsprechend, also Öl und dementsprechend Gold als sicherer Hafen gesehen wird, weil eben auch der Euro sinkt zum Beispiel. Und ja, die Verliereraktien sind ganz klar Deutschland oder europäische Aktien generell und eben sehr, sehr energieintensive Betriebe, zum Beispiel die Stahlindustrie oder eben andere, die zum Beispiel Schmelzöfen benutzen oder generell einfach viel Strom, viel Gas benötigen und hier natürlich an den hohen Energiekosten ja auf jeden Fall die Margen verlieren und eben diese Margen immer kleiner werden und letztendlich vielleicht sogar Verluste bei rauskommen. Von daher hier immer noch eine angespannte Lage und ich glaube, wie gesagt, auch selber nicht, dass es dieses Jahr noch besser wird. Es bleibt natürlich zu hoffen, aber letztendlich die Situation bleibt bestehen und man sollte sich hier auch keine Illusionen machen, dass einzelne gute Nachrichten schon zu einer Gesamtkehrtwende in dieser Thematik führen könnten. Ansonsten, wir schauen immer nur auf Europa und auf Russland. Man sollte auch mal nach Asien schauen. Dort ist die China-Problematik auch immer noch für mich ja, durchaus vorhanden und könnte eben zu einer ähnlichen Situation wie in Russland führen. Von daher habe ich auch hier ja, letzten Monat oder ich glaube vor ein paar Wochen war das, meine Alibaba-Aktien eben verkauft, habe jetzt nur noch Tencent und Jingu Solar im Portfolio, weil ich hier eben die Problematik mit Taiwan vor allem auch sehe.
Die Gewinneraktien an sich, ja, alles, was Defense angeht, also alles, was zum Beispiel Abhörgeräte angeht, Gold auf jeden Fall auch als sicherer Hafen, Verliereraktien ganz klar, eben die ja, Aktien aus den USA, aus China zum Beispiel, Alibaba, Tencent oder eben auch aus Taiwan, TSMC. Von daher muss man ganz klar sagen, auch hier wäre ich in der aktuellen Situation nicht bereit, meine China-Position aufzustocken. Im Gegenteil, wie gesagt, ich hatte vor einigen Wochen meine Alibaba-Position zum Beispiel auch komplett im Minus verkauft. Also auch hier betreibe ich ein bisschen Risikomanagement, bin hier eher dann nicht auf Seiten von China, auch wenn das aktuelle Problem eigentlich eher Europa ist. Letztendlich muss man aber auch wieder nach Europa schauen. Punkt 6, Winter is coming. Wir sind jetzt schon im Herbst und der Winter steht vor der Tür. Auch wenn er vielleicht nicht mehr ganz so kalt ausfällt wie in den vergangenen Jahrzehnten, glaube ich trotzdem, dass es hier Probleme geben wird mit Energiepreisen und letztendlich auch ja in Deutschland vor allem eben auch zum Beispiel der Tourismus wieder etwas zum Erliegen kommen wird, weil wir wissen alle warum. Wenn wir uns die letzten 2 Winter anschauen, da gab es viele Regulationen und ich glaube, dass Deutschland da vor allem betroffen ist und sehr, sehr, sehr weit voran ist, was Regularien angeht. Der Onlinehandel dürfte vielleicht wieder davon profitieren. Da könnte man vielleicht ein bisschen Hoffnungsschimmer eben sehen. Und hier würde ich tatsächlich dann etwas mehr in Technologiewerte gehen, auch wenn diese natürlich gleichzeitig trotz der wirtschaftlichen Situation schwer haben, weil natürlich solche Tech-Werte sehr, sehr hart abgestraft werden, wenn die Inflation hoch ist und eben, wie gesagt, auch der Online-Handel angespannt ist. Also nicht ganz einfach. Ich versuche das mal in einem kleinen Fazit zusammenzubasteln. Ich kaufe vor allem günstige, solide Qualitätsaktien, also halte mich sehr, sehr stark zurück mit irgendwelchen spekulativen Positionen. Auch Kryptowährungen zum Beispiel halte ich mich aktuell eher zurück, mache da vielleicht kleinere Käufe, aber keine großen Käufe. Es kommt aktuell noch mehr auf genauere Analyse an. Wie gesagt, es ist nicht alles schlecht, man muss halt nur genauer jetzt schauen. Also 2020 war es relativ einfach, da konnte man fast alles kaufen, weil alles gestiegen ist, so gefühlt. Aber aktuell muss man eben noch mehr auf die Analyse, eben technisch, aber auch fundamental, eben Wert legen und da wirklich nach gezielten eben Schnäppchen suchen, die auch tatsächlich gut sind. Deutsche Aktien meide ich persönlich eher. Ich habe zwar auch in den letzten Wochen Vonovia mal nachgekauft, aber auch nur, weil die eben zu stark für mich abgestraft worden sind. Trotzdem, auch hier muss man einen definitiv langen Atem haben, wenn man in deutsche Aktien investiert. Hier glaube ich nicht, dass die Erholung schnell eintreten wird. Ja, an sich, China-Aktien habe ich maximal 10% im Depot. Das hatte ich schon angesprochen, warum. Also da bleibe ich auch dabei. Das ist für mich einfach spekulativ. Da können die Unternehmen noch so solide sein aus China. Ich möchte dabei sein, aber eben nicht so hoch positioniert. Und von daher hier ganz klar meine Positionierung mit maximal 10% im Depot. Ja, größtes Potenzial sehe ich aktuell bei Banken und wie gesagt vereinzelt auch in Krypto, möchte mich aber hier vor allem bei Krypto etwas noch zurückhalten, eher in Aktien aufstocken, wobei ich auch hier, wie gesagt, langfristig bei Krypto, aber auch vom gesamten Aktienmarkt durchaus überzeugt bin. Aber wie gesagt, man muss halt aktuell eine ganz, ganz starke Auswahl treffen und eben nicht blind ins, ja, ins fallende Messer reingreifen, sondern eben hier noch besser analysieren und noch genauer analysieren. Wenn du übrigens noch nicht weißt, wie man technische oder fundamentale Analyse macht, ich habe einen Online-Videokurs, der Aktien-Crash-Kurs, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da erkläre ich in einem 6-stündigen Videokurs, wie man Aktien analysiert und damit du eben dann auch genauer noch weißt, wie man eben eine Aktie kauft, verkauft und auch einen Zielkurs von einer Aktie bestimmt. Letztendlich würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du diesem Video hier einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir weitergeholfen hat. Freue mich, wenn wir alle auf jeden Fall am Ball bleiben bei der Börse und nicht den Kopf in den Sand stecken. Es wird auf jeden Fall wieder, es ist nur die Frage, wann. Ich bin langfristig optimistisch, muss aber wie gesagt sagen, dass die Situation aktuell angespannt ist und von daher eben ja, vor allem bei den Käufen es sehr, sehr spannend wird, dass man hier Qualitätsunternehmen zum günstigen Preis findet. Von daher wünsche ich dir alles, alles Gute, viele schöne Renditen und hoffentlich bis zum nächsten Video, dein Flo Farrell.